Hallöchen Leute und herzlich willkommen zur nächsten Runde 7 Days to Die hier, wo wir schon in der Mine sind und die Nacht geht auch gleich los. Also geht das Gehacke los. Ja, leider wieder ohne Fackeln. Hab ich wieder vergessen. Ach Mist. Oh Mist, genau den Fehler habe ich schon mal gemacht. Ich brauche Pflanzenfasern. Lass mich hier hoch, Mann. Ich finde das immer setzen, ey, dass das mal klappt und mal nicht. Pflanzenfasern müsste ich hier kriegen. Das ist noch die untere Ebene, wo es nur Lehm gibt. Hier auch. Scheiße. Ja. Ich brauche unbedingt Pflanzenfasern. Nein! Für die Leute, die mich in Alpha 19 gesehen haben, die werden es wissen, dass ich in so einer Mine mal gestorben bin. Nur, weil ich die hier nicht hatte. Die habe ich nämlich eben gerade abgelegt. Und auch beim letzten Mal, also in Alpha 19, hatte ich keine Pflanzenfasern. Und konnte da die Klappe nicht reparieren. Und naja, da hatten sie sich dann irgendwann durchgehackt. Und das war mein Ende. Gut, dass es mir noch aufgefallen ist, bevor die eine Horde kam oder ähnliches. Gibt's noch Eisen hier? Ja, nach dieser Nacht. Das ist schon wieder die Ausdauer weg. Haben wir da noch erstmal, denke ich, genug Eisen fürs Erste? Boah, Steine haben wir jetzt auch schon über 6000. Mal ein bisschen Lehm besorgen und dann können wir wieder fleißig bauen. Da kommt schon wieder was. Oder? Naja, mein, gut, dass wir jetzt zwei Ausgänge haben. Die Schiffsausdauer schon wieder weg. Au. Einen davon rein. Einen davon rein. Gott, ist das düster. Mensch, hier musst du doch irgendwo Eisen geben. Ich sehe nichts. Da ist Eisen. Ja, mit einem guten Bier geht es gleich viel besser. So, wieder Sand. Wieder Sand. Gib mir Eisen. Und Level Up. Ach ja, das habt ihr nicht gesehen, als ich den Tunnel gegraben habe. Da habe ich auch ein Level bekommen. Die habe ich aber noch nicht vergeben, die Punkte, weil ich euch das zeigen wollte, was ich da vergebe. Jetzt haben wir schon wieder zwei. Aber ich würde mal sagen, ey, da das eh auf den Ingenieur gehen soll, damit wir die Werkbank bauen können. Nö, Steine will ich jetzt nicht. Ich will Eisen. Machen wir das dann, wenn wir wieder morgens in der Base sind. Stein? Oh, im Arsch.
ich weiß, ich könnte auch immer auf dem Spaten. Ich glaube, damit ist Sand nur 2, ne? Okay, das ist jetzt Eisen. Ja, aber ich sehe den halt nicht so gut. Und wenn man dann halt schon einmal mit der Spitzhacke auf den Sand gehackt hat, dann lohnt sich der Wechsel auf die Schaufel auch nicht mehr. Eisen hier. Bin mal gespannt, wie oft ich die Fackeln noch vergesse. Oh, da ist wieder die Ausdauer hin. Wo schon wieder das Bier alle war. Komm hier, gleich nicht so rein hier. Du hast Lust zu raufen. Ständig hackt er hier neue Blöcke an. Jo, der ist irgendwas runtergefallen, ey. Ah ja. Ich sehe überhaupt nichts. Oh, wie schön, ey. Nächsten Tag gibt's eine Vierer-Pike. Da würde ich sagen, am nächsten Tag natürlich erstmal wegbringen, Pike in Auftrag geben, Ausdauer ist wieder weg. Und dann natürlich schnell nochmal den Autohändler da zu Ende looten. Wir waren ja schon mal im Endraum, haben die Kiste ja schon gesehen. Und hoffen natürlich was Gutes zu finden. Tja, eigentlich können wir dann die Punkte ja auch doch jetzt schon vergeben, wenn wir jetzt eh mal ein bisschen durchpusten müssen. 2 Punkte haben wir. So, wie gesagt, wir wollten hier mal Ingenieur entweder kommen. Wie hoch müssen wir nochmal? Auf Level 4. Das schaffen wir jetzt gerade, können dann nur den Punkt nicht vergeben. So, jetzt brauchen wir nur noch einen, dann sind wir Tüftler. Wieder ein bisschen durchschnaufen. Eben schon einer fast weg, oder nicht? Ja,
Der letzte Süppeln. Und nochmal ein Bierchen hinterher. Alter. Ich muss so langsam wohl ein bisschen aufpassen. Wird hier in der Ecke wohl Zeit für mal ein paar Stützen? Ich muss an die Fackeln denken, ey. Unbedingt. Die Wirkung von dem Bier ist halt einfach so schnell weg. Das Coffee dort nie besser. Nein. Ey, ist doch Sand, oder nicht? Nimm den Sand erstmal. Da ist auch Sand, ne? Da ist auch Sand. Na, da jetzt hier gleich mein letztes Bacon und Egg fällig wird, muss ich ja vielleicht am nächsten Tag erstmal wieder ein bisschen in die Wildnis. Da können wir da Eier suchen und Bäume hacken. Tja, kaum hackst du hier den Sand weg, ist auch schon nichts mehr zu sehen. Ich habe hier so ein bisschen die Orientierung verloren. Da ist sie kaputt. Da ist jetzt die Frage, ey, zwei Kids noch? Soll ich sie reparieren? Wo wir eh nur noch ein Stündchen haben. Ach komm, 8000 haben wir. Ja. Alter, ist das finster. Wo ist denn jetzt mein Gang? Weiß das einer? Hier. So, damit ich mehr Ausdauer hab, falls ich weglaufen muss. Wo ist die Leiter? Hier.
Ich meine, deswegen mache ich die Klappe eigentlich lieber andersrum. Das ist ein Zombie-Tussi. Da läuft ein Bär. Alter, das ist hier aber alles ganz scheiße. Kommt sogar in unsere Richtung gewackelt. Wir würden uns natürlich erstmal ordentlich Fleisch geben, aber. Zum einen. Sicher, sicher? Und ab nach Hause. So, das war schon mal wieder safe. Also, warte mal, du bist aus. Du musst natürlich sofort wieder an. Warte mal, ey, wir müssen das mal, damit es richtig Hälfte-Hälfte ist, hier kommen so, zack. Und gleich die nächsten raushauen hier. Nee, warte mal, ich brauche erstmal ein paar Krüge hier Wasser. Boah, da gehen gleich so viele, cool, aber so viele brauche ich jetzt nicht. 50 reichen erstmal. So, dann geschmiedetes Eisen. Da kannst du wieder das volle Brett nehmen. Ach, warte mal, nee, mach mal kurz ein paar. Ich brauche, glaube ich, 35, ne? Da. Nee, 50 sogar. Übel. Dann müssen wir hier noch ein bisschen warten. Ja, komm. Zack, die zerlegen wir. Das bunkern wir hier. Eine auch hier. Die behalten wir erstmal. Da erstmal sortieren hier. Das muss hier raus. Das, 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 das. Das, das noch. Hier ist noch ein Samen. Der kann raus. Das hatten wir auch woanders gebunkert. Kleber ist fetch. Ne, da hol die ran. Ne, brauche ich unbedingt neue Kisten. So. Nee, warte mal, das sind keine Samen. Das sind Samen. Kaffee, Dreckwasser. Dann brauchen wir Klebeband. Na, wo ist er? Sind wir schon drin? Da unten ist er. Komm mal zurück hier. Oh. Nie? Ganz ehrlich, die lassen wir jetzt auch stecken.
Wenn's da schon mal so rumsitzt, ne? Da kommt er wieder. Oh, da ist er gesprungen, der Drecksack. Da ist er weg. Ey, komm, ich hab keinen Bock mehr drauf. Mach dich weg, scheiß Stallpfeile. Noch mein Hühnchen. Warte mal. Da steckt doch auch noch ein Pfeil drin. Jetzt. Na, ist das wieder eine Horde? Komm her hier. So viel zu dir. So, jetzt sind genug fertig. Wunderbar. Werkzeuge. Irgendwas habe ich vergessen. Leader. Geil. So, schon mal vierer Pike. Denn kennst du erstmal eingeschmolzen werden? So, jetzt brichst du aber die wieder ab und machst mir. Komm, machst mir gleich 60 Krüge. Und jetzt machst du wieder Eisen. Fäden. Ja, wenn wir da vom Looten wiederkommen, dann können wir uns auch auf jeden Fall schon die Schaufel, sage ich schon, die Axt machen. Warte mal, noch ein bisschen ein. So. Dann läufst du noch. Noch ein bisschen nachschmeißen hier. Dann beenden wir erstmal das Looten da drüben. So, sind irgendwie noch mehr? Ey, so wie wollen wir fett pieken. Das heißt, wir sollen wahrscheinlich da rumgehen. Alter, ey! Was haben wir hier? Nur Scheiße. Ey, hier bricht auch alles zusammen, ne? Das ist natürlich immer gut. Ey, Gommelfleisch. Nochmal Gammelfleisch. So, Muni? Naja, 6-mal Schrot ist nichts Dickes. Ah, wieder ein bisschen 762 mehr.
Clown haben wir. Ja, brauche ich jetzt nicht mehr wirklich. Können wir aber gut verkaufen. Jawohl, was haben wir denn hier? Ah, Tagebuch des Jägers. Ah, 10% mehr Schaden an Wölfen. Das ist immer schön. Ist noch was hinter? Leider nicht. Oh, ist besser wie unser Hut. Was haben wir hier? Zumindest ist es besser repariert. So, dann hätten wir das durchgelootet. Entschuldigung. So, jetzt legen wir erstmal ein bisschen ab und dann geht's ab in die Wildnis, Eier suchen. Peak ist fertig. Na, Eisen hat er noch nicht genug fertig. So, Wasser werden wir gleich besorgen. Dann müssten wir wahrscheinlich auch so langsam mal anfangen, hier die besseren Kisten zu bauen. Da habe ich schon jemals einen Taschenmod drin. Ich könnte so langsam mal den Mantel gebrauchen, weil ich ja noch einen Taschenmod habe. Hier haben wir leider nur die harte Kerl-Sonnenbrille. Das ist natürlich nicht mein Favorit an Brillen. Stofffetzen. Das müssten wir erstmal ganz kurz reparieren. Gefütterter Brustpanzer. Können wir doch auch reparieren. Ey, Geier. Stress hier nicht rum, ne? Ah, wo ist er? Los, greif an. Hier bin ich. Na, manchmal sind die echt blöde. Die kreisen die ganze Zeit rum und greifen dich nicht an und ne, guckst sie nicht hin, dann kommen sie. Kann ich nichts anfangen. Es ist viel zu wenig. Das verkaufen wir. Nur leere Gläser. Ja, kommt, ey. Das gehe ich mal schon mal einmal verkaufen. Dann ist es weg. Ey, richtig geiler Attack. Na, so sind sie manchmal, dann greifen sie nicht an. Ey, unberührt. Irgendwas Gutes drin? Nicht schlecht, ein Messbecher. Das hatte ich erwähnt, ne? Bei über 90 Tagen haben wir uns entschlossen, in unserem Multiplayer-Game eine Chemiestation zu kaufen, weil wir diesen Messbecher nicht bekommen haben. Und ich finde den jetzt hier. Öl auch immer gern gesehen. Na, das hat sich ja schon mal gelohnt, hierher zu kommen. Howdy. Howdy. Ja, davon noch ein paar.
Was noch mehr hier? Nee, ne? Grüß dich! Zeig mir! So, verkaufen. Verkaufen? Was, ne? Ja. Mal kurz glotzen, was er so hat. Boah, brennender Schaftmord, der ist natürlich super nice. Aber das ist jetzt für den Anfang erstmal ein bisschen zu teuer. Und ja, kann ich mir auch gar nicht leisten. Aber ich bin so ganz ehrlich, also wenn der hier jetzt vielleicht irgendwie Säure hat, dann nehme ich das mit. Aber naja, das sieht nicht so aus. Der ist hier drin. Wie krass. Also auch beim Trader ist man nicht sicher. Darf man den jetzt überhaupt anhauen? Oder ist er dann geschützt? Nee, den darf man anhauen. Trader, dafür könntest du rüber ein paar Taler rüber wachsen lassen. So viel haben wir eigentlich nicht mit. Unerkundetes Gebiet ist so nach da. Dann suchen wir doch hier euer. Und Hackenholz. Da werden wir dann fürs Upgrade nämlich sehr viel von brauchen. Ich suche das erste Nest. Kein Ei. Du willst so Stress. Ja, das finde ich halt auch ziemlich nice so beim neuen Update, diese Gräben. Ach, und wenn ihr Action haben wollt, kann ich eine gute Information aus dem Multiplayer mitbringen. Also den Blood Moon braucht ihr nicht. Geht einfach nur in dieses zerfallene Gebiet, fangt da irgendwo Stress an. Das ist wie eine Blood Moon Horde. Das war gestern, haben wir gestern gemacht. Ey, das war so geil. Das hat in einer Tour, es sind so viele gekommen. Wir wollten eigentlich nur so einen Outpost einrichten. Wir sind gar nicht dazu gekommen. Wir haben nur gefightet. Scheißengeier. Sehr gut, den Müll hier nehmen wir noch mit. Geier greift nicht an. Dann haben wir wieder das Ende der Folge erreicht. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn und ciao.